wir besprechen uns ja nicht. Brüder, die Anfang machen, Brüder, die weitersprechen, welchen Gedanken? Vor zwei Wochen sagte mir der junge Bruder, der Anfang machte, ja, welchen Gedanken? Habe ich gesagt, was Gott dir aufs Herz legt. Und man sieht es oft, wie der Geist Gottes so auf diese wunderbare Art und Weise auch führt und leitet. Es ist wichtig, dass wir unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen, und es ist wichtig, nicht, dass wir unseres eigenes, sondern dass wir beten, vor Gott flehen, Herr, öffne du eine Tür, wie wir auch gestern hörten, wo Paulus sagt, auf dass mir eine offene Tür gegeben wird. Und der Geist Gottes, der arbeitet einheitlich. Und dann folgt auch der Segen. Ich möchte uns wiederholen aus dem Einleitungswort ein paar Verse, und zwar ab dem 12. Vers Philipper 3. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich's auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christo Jesu ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich zu dem, das da vorne ist. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu. Das Ziel und der Sinn des christlichen Lebens. Ihr Lieben, es ist wichtig, im Leben so einen Schlussstrich zu ziehen mit der Vergangenheit. Mit dem vergangenen Leben. Es gibt im Leben des Christen immer zwei Abschnitte. Einmal ein Leben bis zur Bekehrung und einmal das Leben nach der Bekehrung. Und Paulus schaut zurück in die Vergangenheit und er sagt, ich vergesse. Sicherlich, man kann alles aus dem Sinn nicht streichen, aber man kann ein Schluss ziehen, jetzt ist mein Leben anders geworden. Jetzt habe ich ein ganz anderes Ziel. Ein Ziel, das ich vorher nicht hatte. Ihr lieben Geschwister, habt ihr Freude an eurem christlichen Leben? Hast du Freude an deinem Christentum? So wie du dein christliches Leben führst, hast du die Freude daran oder nicht? Oder lebst du einfach so dahin? Alle leben und lebe, ich lebe auch so mit. Es ist doch so wichtig, den biblischen Gedanken zu folgen. Und Paulus sagt, freut euch in dem Herrn. Alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Wenn mein Christentum mir keine Freude bringt, dann ist irgendwas in meinem Leben krank. Dann komme ich nicht weiter. Die äußeren Umstände ändern sich, die Zeiten ändern sich, Menschen ändern sich, aber Gott ist unveränderlich. Wir haben mit dem Gott zu tun, mit dem auch die Apostel zu tun hatten, auch mit dem die Propheten zu tun hatten, auch mit dem selbst Adam zu tun hatte. Mit demselben Gott haben wir zu tun, Gott verändert sich nicht. Und darum, das Wort Gottes ist auch unveränderlich. Der Herr sagt, ich will über mein Wort wachen. Und es ist so wichtig, dass wir als Christen in unserem Leben sehen ein Ziel, in unserem christlichen Leben. Gott hat den Menschen am Anfang geschaffen mit einem ganz bestimmten Zweck und zu einem ganz bestimmten Ziel. Der Mensch ist nicht ein Zufall gewesen, hoppla, ist irgendwas passiert, jetzt steht der Mensch da. Nein, indem Gott den Menschen formte, indem Gott den Menschen diesen lebendigen Odem eingehaucht hatte, wie die Bibel auch sagt, ihr Lieben, Gott hat den Menschen geschaffen zu einem ganz bestimmten Zweck. Und Gott verfolgt mit dem Menschen ein ganz bestimmtes Ziel, mit jedem Menschen. Und die Bibel sagt, auf dass wir
etwas seien zu Lobe seiner herrlichen Gnade. Gott hat den Menschen geschaffen und gleich von Anfang lesen wir, dass Gott mit den Menschen Gemeinschaft hatte. Und Gott will mit jedem, ohne Ausnahme, die wir hier heute sitzen, mit jedem von uns Gemeinschaft haben, dass wir mit Gott diese Gemeinschaft haben. Und wir hörten gestern auch die erste Frage, die Gott nach dem Sündenfall an den Adam richtete, welche war das? Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Ihr Lieben, stellt Gott nicht uns oft in dieser sturmbewegten Zeit, wo wir manches Mal überfordert werden, wo es erscheint für uns, es ist keine Zeit, da Zeit zur Gemeinschaft mit Gott, Zeit für die Stille. Stellt Gott nicht heute auch uns diese Frage, Andreas, wo bist du? Ich möchte, dass du mit mir Gemeinschaft hast. Das ist das Ziel, das ist der Zweck Gottes, ihr Lieben, zu dem Gott den Menschen geschaffen hatte. Und wir lesen schon in Hiob, der Mann Gottes Hiob, der auch durch so manche Trübsale des Lebens durchgegangen ist. Und er sagt uns im 14. Kapitel, den 5. Vers, Hiob Kapitel 14, Vers 5, er hat seine bestimmte Zeit, die Zahl seiner Monden steht bei dir, du hast ein Ziel gesetzt, das wird er nicht überschreiten. Gott hat im Leben des Menschen ein Ziel gesetzt in seinem irdischen Leben und Gott verfolgt mit dem Menschen auch sein Ziel. Und Paulus, er sieht dieses Ziel. Paulus versucht, dieses Ziel zu verfolgen. Der Mann Gottes Mose, er sagt, ein Mensch, das Leben des Menschen ist 70, wenn es hochkommt, so sind es 80. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Ein Ziel, eine bestimmte Zeit, in der ich mich bewegen kann. Und wenn diese Zeit abgeschlossen ist, ihr Lieben, wenn wir unseres Leben auf einer Lebensskala sehen möchten, wie es abgeht, wie es weniger wird, dann werden wir vielleicht als Menschen anders mit unserem Leben umgehen. Vielleicht viel ernster die Sache Gottes nehmen, vielleicht viel ernster unseres Leben nehmen, aber sehr oft im Leben leben wir einfach so dahin. Das Ziel, wichtig, das Ziel zu sehen, ohne Ziel gibt es eigentlich kein Christentum. Wenn ich im christlichen Leben kein Ziel habe, wohin gehe ich? Woran orientiere ich mich? Was verfolge ich mit meinem Leben? Die Bibel sagt, dass Gott hat den Menschen geschaffen zum ewigen Leben. Ihr Lieben, das Ziel Gottes war nicht, den Menschen nur hier für diese 70 Jahre, 80 Jahre zu setzen und dann ein Leckerbissen der Würmer werden. Ist das Ziel Gottes gewesen? Paulus sagt, wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir tragen das Bild des Himmlischen. Das irdische Leben nimmt ein Ende. Hier auf dieser Erde, der Dichter sagt, wir sind Pilger, wir sind Fremde, auch der Apostel Paulus bekräftigt auch diesen Gedanken. Wir sind Pilger, als Pilger und Fremde durchziehen wir die Welt. Ob Sonnenschein, ob Regen, uns nichts mehr aufhält, wir haben ein Ziel vor uns. Ihr lieben Geschwister, und es ist wichtig, dass wir dieses Ziel vor uns sehen. Dass wir dieses Ziel nicht verlieren. Paulus sagt hinten, das was hinten ist, vergesse ich. Gräme dich nicht mit der Vergangenheit. Wir haben alle gesündigt. Aber Gott hat seine Gnade erwiesen, er hat uns die Sünden vergeben. Jetzt ist ein neuer Abschnitt im Leben eingetreten und Paulus sagt, es ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen. Jetzt gehe ich weiter. Ich gehe weiter, nach diesem vorgesteckten Ziel. Und nun manche Gedanken, die
uns dieses Ziel so vor Augen klar machen sollten, welches Ziel Gott mit uns verfolgt hat, welches Ziel sollten wir auch als Kinder Gottes besitzen oder welches Ziel haben. Apostelgeschichte, Kapitel 17. Apostelgeschichte, Kapitel 17, von 24. Vers. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der ein Herr ist Himmels und der Erde, wohnt nicht im Tempel mit Händen gemacht, sein Wert auch nicht von Menschenhänden gepflegt, als der jemandes bedürfe, so er selber jedermann Leben und Odem allenthalben gibt. Und er hat gemacht, dass von einem Blut alle Menschengeschlechter auf dem ganzen Erdboden wohnen und hat Ziel gesetzt und vorgesehen, wie lange und wie weit sie wohnen sollten, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn füllen und finden möchten, und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch etliche Poeten bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Gott hat aus einem Menschengeschlecht, aus einem Blut gemacht von Adam, geht es immer weiter durch die Geburt, Generationen, und du bist heute da, indem Gott von Anfang alles gemacht hatte. Das Blut, das in Adam einst war, das ist heute in dir. Von Generation zu Generation geht es weiter, und der wichtigste Gedanke, es heißt, Gott hat ein Ziel gesetzt, er wird es nicht überschreiten. Wozu? Dass sie den Herrn suchten. Man sagt ja heute, du musst nur glauben. Glaube nur einfach so dahin. Also, gestern habe ich nicht geglaubt und heute auf einen Schlag, zack, und ich sage, ich glaube jetzt. Ist es fertig, oder? Die Bibel sagt, dass sie den Herrn suchen sollten. Ihr Lieben, der Herr ist zu finden. Die Bibel sagt, wer da sucht, der findet. Gott ist Geist. Und wir treten in dieser, durch die Wiedergeburt, treten wir in die geistliche Gemeinschaft mit Gott, in die geistliche Verbindung. Durch den Geist, durch die Wiedergeburt wird der Mensch mit Gott durch den Geist verbunden. Suchen und finden. Und das ist so wichtig, den Herrn zu finden, dieses geistliche Leben, diese geistliche Geburt zu erleben und dieses ewige Ziel zu folgen und zu verfolgen, denn Fleisch und Blut können das Himmelreich nicht ererben. Unser Fleisch bleibt auf dieser Erde, aber unsere Seele, die viel höheren Wert hat als unser irdisches Leben, viel höheren Wert, die wird eins an den Toren der Ewigkeit stehen. Und nun habe ich den Herrn gefunden. Habe ich das Ziel erreicht schon? Ich habe das Leben erlangt aus Gott, aber ich gehe durch diese Zeit. Ich gehe durch dieses Leben, und Paulus spricht aus dem christlichen Standpunkt, als der, der Jesus begegnet hat auf dem Wege nach Damaskus, als der, der diese Erfahrung mit dem Auferstandenen gemacht hat, er sagt, vergesse, was da hinten ist, und ich strecke mich nach dem Kleinod. Dieses Ziel, ihr Lieben, das Ziel, das liegt immer vor uns. Das Ziel, das liegt nicht hinten. Das liegt vor uns, und Paulus sah dieses Ziel vor sich. Wie wichtig ist es, liebe Brüder und Schwestern, wie wichtig ist es, dieses Ziel im Leben zu haben. So, und jetzt die Frage an uns, welches Ziel hast du heute als Christ? Als alter Christ, als junger Christ, auch als alter Christ ist man noch nicht am Ende. Wir wissen nicht, wie viele Tage sind uns noch geblieben, aber welches Ziel hast du jetzt? Ich besuchte mal einen alten Bruder, der so auf dem Sterbelager schon lag, der sagt, das Leben hat mir keinen Sinn.
aber du hast noch zu leben. Weil Gott dir das Leben gegeben hat, dann musst du noch ein Ziel in deinem Leben haben. Es ist so wichtig, als Menschen, die so in der Mitte der Jahre stehen, welches Ziel haben wir heute? Als junge Menschen, welches Ziel hast du in deinem Leben? Ist der Fokus nur auf das äußere Irdische gerichtet? Wir setzen uns im Leben Ziele, im irdischen Leben, und das ist nicht verkehrt, auch Geschwister. Wir investieren Finanzen, wir investieren Zeit, wir investieren Kraft, wir setzen uns Ziele und wir erreichen diese Ziele auch im irdischen Leben, aber im geistlichen Leben. Das ist doch viel wichtiger. Es ist viel wichtiger, den inwendigen Menschen zu pflegen, wie nur auf das Äußere ausgerichtet sein. Und Jesus spricht in der Bergpredigt, im 5. Kapitel Matthäus Evangelium, im 8. Vers, sagt er: Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ist das mein Ziel als Christ in dieser ernsten Zeit, in Reinheit und Heiligkeit vor Gott zu leben? Ist das mein Ziel oder nicht? Die Seele kannst du nicht betrügen. Man weiß es ganz genau, wie es in meinem Leben steht. Habe ich das Ziel? Geschwister, ist das ein gutes Ziel oder ist das ein schlechtes Ziel? Wenn ein Mensch ein inneres Verlangen hat, in Reinheit und Heiligkeit vor Gott zu leben. Jeder wird irgendwo innerlich sagen, ja natürlich ist das ein gutes Ziel. Aber setze ich das um im praktischen Leben oder nicht? Folge ich diesem Ziele nach oder nicht? Das ist die andere Frage. Selig sind, die reines Herzens sind. Jesus sagt nicht selig werden, er sagt selig sind. Diese Seligkeit ist hier in diesem Leben zu erreichen. Und Paulus, er verfolgte eben auch dieses Ziel. Er schreibt auch mit Eifer an die Gemeinde zu Korinther, im 2. Korintherbrief, im 11. Kapitel, 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch vertraut, einem Manne, dass ich eine reine Jungfrau Christo zubrächte. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer Schalkheit, also auch eure Söhne verrückt werden von der Einfalt in Christo. Paulus eiferte für die Reinheit der Gemeinde. Ihr Lieben, das liegt auch mir persönlich sehr am Herzen und ich merke, es liegt auch den Brüdern am Herzen, wie wichtig ist es, dass wir als Ortsgemeinde auch hier in Reinheit und Heiligkeit vor Gott leben. Paulus sagt, ich eifere mit göttlichem Eifer. Es ist kein menschlicher Eifer, kein blinder Eifer. Es ist ein göttlicher Eifer. Es ist das, was den Menschen glücklich macht. Nicht irgendwie Versammlungen haben, aber wirklich, dass die Gegenwart Gottes, dass der Geist Gottes wirkt und arbeitet. Jesus selbst hat uns dieses Beispiel oder diesen Vorbild im Eifer zurückgelassen. Jesus eiferte um das Haus Gottes und er sagt, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Er hat gesehen die Not, wo er in den Tempel hineingegangen ist und diesen ganzen Bazar dort, wo es alles verkauft und gekauft worden ist. Man hat das Haus Gottes zu einer Mördergrube gemacht, sagt er. Und er eiferte für die Reinheit des Hauses Gottes. Denn Gott kann nur da sein, wo Reinheit ist. Wo Unreinheit ist, kann Gott nicht wirken. Kann Gott nicht gegenwärtig sein? Und Petrus geht weiter und er zeigt uns auch im 2. Petrusbrief im 3. Kapitel,
Er spricht vom Ende der Zeit, wie es alles zergehen wird. Und wir stehen heute in einer unruhigen Zeit, wo wir sehen, die Unruhen nehmen weltweit auch zu. Im 2. Petrusbrief, im 3. Kapitel, er sagt im 14. Vers, darum, meine Lieben, dieweil ihr darauf warten sollt, der Himmel wird vergehen, die Erde wird vergehen, sagt er, dieweil ihr darauf warten sollt, so tuet Fleiß, dass ihr vor ihm, vor dem Herrn, unbefleckt und unsträflich in Frieden erfunden werdet. Unbefleckt und unsträflich. Ist das ein schöner Zustand? Ist das ein seliger Zustand? Oder ist das ein schlechter Zustand? Er sagt aber, tuet Fleiß, investiere in dein Leben hinein. Ich bin am Freitag bei der Bank und da ist vor mir eine Frau und die Angestellte da an der Kasse sagt zu ihr, liebe Dame, ihr Konto ist leer. Sie können nichts nicht abheben. Wenn du nichts hineinlegst, kannst du nichts nicht herausnehmen. Wenn wir in unser geistliches Leben nichts hineinlegen, wenn wir kein Fleiß anwenden, ihr Lieben, automatisch geschieht es nicht. Darum sagt Petrus, leget allen euren Fleiß, dass ihr vor ihm in Reinheit und Heiligkeit, unbefleckt. Jakobus geht noch einen weiteren Schritt und er sagt im 1. Kapitel, der 27. Vers, Jakobus 1, 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst. Weißt du, der Gottesdienst kann befleckt werden. Man kann Gott dienen, man kann durch das Leben gehen und man kann sich auch beflecken. Aber Jakobus spricht von einem unbefleckten Gottesdienst. Ein herrlichen Gottesdienst, unbefleckt. Und er sagt, ein unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbefleckt halten. Was macht die Welt? Die Welt befleckt uns. Sie befleckt. Und deswegen muss ich diese Grenzen in meinem Leben auch ziehen. Ein unbefleckten Gottesdienst. Der Liederdichter sagt in einem Liedchen, himmlisches Ziel, oder herrliches Ziel, ich folge diesem Ziel. Geschwister, glaubt mir, wenn wir einmal an den Toren der Ewigkeit stehen und wir schauen zurück und wir diesen reinen Gottesdienst gepflegt haben, dieses reine Leben mit Gott gelebt haben, wir werden mit Freuden dastehen. Aber wenn unseres Leben befleckt ist, dann werden wir eine innere Bange auch in unserem Leben haben. Deswegen möchte Gott uns es tiefer in die Seele hineinlegen, dass wir nicht einfach so dahin leben, dass wir uns überlegen, dass wir in die Ewigkeit, in die Zukunft hinausschauen. Was erwartet mich, wenn ich ein Leben in Reinheit mit Gott lebe? Was erwartet mich, wenn ich ein Leben beflecke? Gott hat für uns Menschen alle Möglichkeiten geschaffen, damit wir diesen unbefleckten Gottesdienst auch pflegen. Paulus geht weiter und spricht von einem Ziel. Er sagt, ein jeglicher sei gesinnt wie Andreas. Seid alle gesinnt wie Andreas, dann habt ihr keine Probleme, oder? Dann werdet ihr viele Probleme haben. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus war. So, das ist ein Ziel. Ich möchte gesinnt sein, wie Jesus war. Und um gesinnt sein, wie Jesus war, muss ich wissen, wie Jesus gesinnt war. Wie kann ich wissen, wie Jesus gesinnt war? Indem ich das Wort Gottes lese. Der Apostel sagt, suchet in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben und sie zeugt es. Die spricht davon, deswegen finden wir die Gesinnung Jesu in der Schrift. Und dieses Ziel zu haben, nach dem Wort Gottes zu leben, weißt du, das Ziel ist immer mit Aufgabe verbunden. Ein Mensch, der ein Ziel hat, der ist beschäftigt. Und es ist wichtig, dass wir beschäftigt sind.
in unserem geistlichen Leben. In unserem irdischen Leben sind wir schon beschäftigt und manches Mal vielleicht überbeschäftigt. Aber im geistlichen Leben, beschäftigt sein im geistlichen Leben. Ich verfolge dieses Ziel. Und dazu gehört das Gebet, dazu gehört die Gemeinschaft, dazu gehört das Wort Gottes, dazu gehören so manche andere Sachen, mit denen wir als Kinder Gottes beschäftigt sein sollten, nämlich die Früchte des Geistes zu zeugen, die Früchte des Geistes zu tragen. Und die Früchte, ein Baum, der trägt die Früchte nicht für sich. Ein Baum trägt die Früchte für den anderen, damit ein anderer sich davon nährt. Und so auch das christliche Leben. Früchte, wo andere sich daran oder davon nähren könnten. Wir haben ein Bild im Israel. Israel ist in der Knechtschaft, in Ägypten. Israel schreit zu Gott. Es ist sehr interessant, wenn man sich da in diese Gedanken vertieft. Befinden sich in der Knechtschaft, rufen zu Gott, Herr, wir kennen nicht mehr. Schwere Arbeit, schwerer Dienst, man wird gesklavt, man wird vielleicht gepeinigt dort. Und jetzt, wo die Not am größten ist, ist der Herr am nächsten. Und der Herr beschließt, dieses Volk aus Ägypten rauszuführen. Und schon am Anfang kommen die Probleme. Herr, wir haben einen anderen Weg uns vorgeplant. Nicht so wie du. Die ganze Plagen und jetzt kommen noch mehr Probleme. Jetzt noch mehr Arbeit. Jetzt was ist? Mose, warum gehst du jetzt zum Pharao? Siehst du, so ist der Mensch. Aber Gott hat seinen Weg, wo er das Volk führt. Und letztendlich führt er sie raus. Wohin? Wo ist das Ziel? Das Ziel ist das gelobte Land. Und sie gehen raus. Und dann passiert etwas. Sie verlieren das Ziel unterwegs. Und sie fangen sich an, in der Wüste zu drehen. 40 Jahre lang, 40 Jahre lang drehen sie sich in der Wüste. Stellt euch vor, kein Ziel mehr vor Augen. Wohin gehen wir? Ja, keine Ahnung. Mose gibt den Befehl, die Zelte abbrechen, alles packen und jetzt geht es weiter. Ja, Mose, wohin? Wissen wir nicht. Wir drehen uns in der Wüste schon 20 Jahre und noch 20 werden wir uns drehen. Das Ziel verloren, es ist schrecklich, Geschwister, wenn Menschen im Leben das Ziel verlieren. Und das Schlimmste ist es, und Gott nährte sie, diese 40 Jahre, bis sie alle ausgestorben waren, die über 20 waren, die ausgezogen sind. Das war eine Strafe Gottes, kein Ziel im Leben. Was führte aber dazu? Der Ungehorsam brachte sie dazu, dass sie das Ziel verloren. Murren, Unzufriedenheit. Und genauso kann es in unserem Leben geschehen. Durch Ungehorsam, durch Unzufriedenheit verlieren wir das Ziel. Und der Apostel sagt in Korinther, an ihren vielen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden niedergeschlagen in der Wüste. Habe das Ziel vor deinen Augen, himmlisches Ziel. Als Christ sollte ich das Ziel haben, den Herrn zu gefallen. Jemand sagte mir einmal, wo steht denn sowas geschrieben, dass wir sollen leben, den Herrn zu gefallen? Wir können überhaupt den Herrn nicht gefallen. Und doch die Bibel spricht davon und spricht nicht einmal und nicht zweimal. Wir haben diese biblischen Gedanken, und in diesem Glaubenskapitel der Glaubenshelden oder der Glaubenszeugen lesen wir im Hebräer 11, im 5. Vers von Henoch. Henoch hatte ein Ziel, ein Leben mit Gott zu führen. Henoch hatte ein Verlangen nach einem göttlichen Leben. Hebräer 11, Vers 5. Durch den Glauben war Henoch weggenommen, dass er den Tod nicht sehe,
und war nicht gefunden darum, dass ihm Gott wegnahm. Und jetzt kommt der Gedanke. Denn vor seinem Wegnehmen hat er Zeugnis gehabt, dass er Gott gefallen habe. Er hatte das Zeugnis. Geschwister, wir werden einmal auf dem Sterbelager liegen. Glaubt ihr das oder nicht? Jeder von uns. Es wird einmal die letzte Stunde in unserem Leben kommen. Es wird die Stunde kommen, wo wir den letzten Blick machen über das, was wir im Leben erreicht haben. Es wird die Stunde kommen, wo wir den letzten Schritt werden machen auf dieser Erde. Es wird die Stunde kommen, wo wir den letzten Atemzug machen werden. Wir werden da liegen. So werden wir dieses Zeugnis haben. Ich habe Gott gefallen. Oder nicht? Eine Schwester, die heute in der Ewigkeit ist, die sagte, vom Sterbelager sieht man alles viel heller und viel deutlicher, als man im Leben lebt. Und das ist so. Das ist die Tatsache. Deswegen soll unser Ziel sein, wirklich ein Leben zu führen und Gott zu gefallen. Paulus schreibt auch an die Thessalonicher, auch diesen Gedanken im 4. Kapitel, der 1. Vers, 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 1. Weiter, liebe Brüder, bitten wir euch und ermahnen in dem Herrn Jesus, nachdem ihr von uns empfangen habt, wie ihr sollet wandeln und Gott gefallen, dass ihr immer völliger werdet. Ein schönes Ziel, oder nicht? Immer völliger werden. Herr, bearbeite, beschneide, beschleife, wo es noch vielleicht Kanten sind in meinem Leben. Eine jegliche Rebe an mir, sagte Jesus, wird er beschneiden, damit sie fruchtreicher werden sollte, mehr Früchte bringen. Und er sagt, dass wir leben und Gott gefallen, dass wir ihm immer völliger werden. Und nun spricht Paulus auch in unserem Leitgedanken, den wir gelesen haben, auch am Anfang, was mir Gewinn war. Das habe ich für Kot geachtet, für Schaden geachtet, dass ich Christum gewinne. Paulus sagt in 1. Timotheus 6, 6, es ist ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lässt sich genügen. Gottselig, selig in Gott. Wie kann ich dieses selig in Gott haben? Ich muss doch dahin kommen. Selig in Gott sein. Weißt du, durch die Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich keine Gemeinschaft mit Gott habe, dann werde ich diese Seligkeit nicht erreichen. Aber wenn ich diese Gemeinschaft mit Gott habe, im Gebet, im Wort Gottes, dann erreiche ich diesen Stand, diesen Zustand der Gottseligkeit in dieser Gemeinschaft, dahin zu kommen. Eine selige Gemeinschaft mit Gott. Ihr Lieben, als Christ, ein Ziel zu haben, es ist wichtig, als Gemeinde auch ein Ziel zu haben. Als Ortsgemeinde. Welches Ziel haben wir als Ortsgemeinde hier? Weiß es nicht. Wir kommen, wir gehen, wir haben Versammlungen, wir haben andere Veranstaltungen. Welches Ziel haben wir als Gemeinde? Sollte das eben nicht das Ziel einer Gemeinde sein, in Reinheit vor Gott zu leben. Das Erste, rein und heilig vor Gott leben, dass der Herr gegenwärtig durch seinen Geist in unseren Herzen wirkt und arbeitet. Der Dichter sagt, ich liebe die Gemeinde, die Jesus selbst erbaut, die er mit seinem teuren Blut erkauft hatte. Ich liebe diese Gemeinde, diese Gemeinschaft. Paulus, er zeigt uns dieses Bild der Gemeinde in Epheser im 4. Kapitel. Von 11. Vers lesen wir diese Gedanken, wie Gott dieses Ziel verfolgt hat und was er macht. Epheser 4, Vers 11. Und er hat etliche zu Apostel gesetzt,
etliche aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern. Wozu? Dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Dienstes, dadurch der Leib Christi erbaut werde, bis dass wir alle hinankommen zu einerlei Glauben und einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der da sei im Maße des vollkommenen Alters Christi. Er sagt, er verfolgt ein Ziel, dass der Leib Christi erbaut sollte werden. Das soll das Ziel auch als Ortsgemeinde hier sein, der Leib Christi, bis dass sie hinankommen zu einerlei Glauben und einerlei Erkenntnis. Ihr Lieben, es sind 20 Jahre her. Wir standen hier draußen an diesem Haus und wir hatten ein Ziel. Wir standen mit den Brüdern da und wir haben gesagt, wir kaufen uns dieses Haus. Wir haben ein Ziel, wir wollen es umbauen, wir wollen hier Versammlungen halten. Und damals sagte mir jemand, Andreas, wozu das? Jesus wird bald kommen. Wozu diese ganzen Investitionen? Ihr Lieben, war es gut oder war es schlecht, dass wir diesen Schritt getan haben? Es war gut. Es war sehr gut. Du musst in das Leben investieren. Die Kinder dürfen rausgehen. In das Leben investieren. Es ist so wichtig. In das Geistliche, das Natürliche. Das Natürliche haben wir erreicht. Aber, ihr Lieben, ich schaue oft zurück in der Vergangenheit im geistlichen Leben. 20 Jahre sind wir hier. Was haben wir als Ortsgemeinde im geistlichen Leben erreicht? Natürlich, es gibt vieles Positives. Es gibt viele Segnungen, die wir hier erlebt haben. Wir haben manche Erweckungsversammlungen hier erlebt, wo wir mit Freuden auch zurückschauen können. Aber es gibt auch manches Negatives. Und es sollte uns nicht wehtun, Geschwister, es geht mir um unsere Seelen, um deine Seele. Jemand sagte mir einmal, was geht es dir an? Es geht sehr viel an. Sehr viel an. Es schmerzt mir deine Seele. Es gibt Menschen, die in der Vergangenheit jeden Gottesdienst besucht haben. Jede Gebetsstunde, jede Bibelstunde. Heute sind sie nur einmal am Sonntag. Und das nicht immer. Geschwister, ist das gut oder ist das schlecht? Wohin gehen wir? Voran oder zurück? Ich spreche nicht über Ausnahmen. Es gibt alte Geschwister, es gibt Kranke, die leiden sind. Es gibt Geschwister, die über 100 Kilometer fahren. Es ist alles verständlich. Aber es gibt solche, die 5 Kilometer entfernt wohnen. Und man nimmt es leider nicht an. Man nimmt es nicht an. Wie könnte man noch tiefer der Seele das beibringen? Wohin gehst du? Welchen Weg, welches Ziel verfolgst du in deinem Leben? Weißt du, wenn Menschen die Versammlung verlassen, die verlassen sie nicht von heute auf morgen. Es ist dieses Abkühlen, langsam, langsam, langsam. Und es geht zurück. Und darum sollten wir ein bisschen tiefer in unsere Seelen hineinschauen, die einen großen Wert haben, die einst vor dem Herrn stehen werden. Ihr Lieben, als Ortsgemeinde, das Ziel, jeden Gottesdienst, die ganze Gemeinde zusammen sein. Ist das schön oder ist das schlecht? Ist das schön? Und jeder weiß es. Aber Petrus sagt Fleiß, leget allen euren Fleiß an. Ich muss da Fleiß anlegen. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter. 12-mal im Jahr die ganze Gemeinde zur Gebetsgemeinschaft zusammenkommen. Nur 12-mal im Jahr. 365 Tage haben wir im Jahr. Wir haben einmal im Monat Gebetsversammlung.
Ist das möglich? Ist dieses Ziel erreichbar oder nicht? Als Gemeinde sollen wir das Ziel haben. Und dann geht es weiter vielleicht. Bibelstunden, Jugendstunden und so weiter. Wenn ich kein Fleiß anwende, werde ich nichts erreichen. Ich kenne Menschen, die vor 20 Jahren, mit denen ich persönlich gesprochen habe, die sagten, ja, ich will ein Eigentum haben. Vor 20 Jahren. Die sind noch heute in der Miete drin. Die haben kein Ziel gesetzt. Und wenn wir im geistlichen Leben keine Ziele setzen, wir kommen nicht weiter, Geschwister. Zeit, Talente, Hab und Gut, Ruf und Ansehen in der Welt, ich lasse das alles, aber ich setze es zur Ehre Gottes. Wirklich meine Kraft, meine Zeit, meine Talente, ich habe das Ziel. Und der Herr sagt in Maleachi 3,10, prüfet mich. Er sagt, bringet den ganzen Zehnten in das Kornhaus Gottes und prüfet mich, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und Segen in Fülle herabschütte. Wenn ich so mit Fleiß und Eifer dem Herrn ergeben bin, dann wird der Herr unbedingt auch segnen. Aber wir merken oft nicht, Geschwister, dass wir lauer Träger werden. Wir merken es nicht. Wie geht es dir? Ach, geht mir gut. Aber Vernachlässigung hier, Vernachlässigung da, zuerst die Gemeinschaft vernachlässigt, dann das Wort Gottes vernachlässigt, dann das Gebet vernachlässigt und mein geistliches Leben, wie soll es vorangehen? Kann doch nicht. Es geht nicht, das, was der Mensch sieht, es gibt ein Naturgesetz, das, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Man kann nicht anders ernten, als das, was man sieht. Als Gemeinde sollten wir das Ziel haben, die Einheit im Geist. Es ist sehr wichtig. Einheit im Geist. Paulus sagt, dass ihr einerlei Reden führt. Das baut auf. Wenn einer in eine Richtung redet, der andere in andere Richtung redet, das baut nicht auf. Aber ein Ziel, die Einheit im Geist. Denkt alle wie ich, dann werden wir eins sein. Nein. Die Einheit ist die Grundlage, das Wort Gottes. Das ist die Grundlage für die Einheit. Und wenn wir darauf bauen, dann werden wir auch eins sein. Paulus, er geht weiter, noch kurz zwei Gedanken, zwei Bibelstellen. Paulus spricht in 1. Korinther 9, Vers 24, er spricht von einem Ziel. 1. Korinther 9, 24, wisset ihr nicht, dass diese in den Schranken laufen? Die laufen alle, aber einer erlangt das Kleinod. Laufet nun also, dass ihr es ergreifet. Ein jeglicher aber, der da kämpft, enthält sich alles Dingen. Jene also, dass sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe aber, also nicht als auf Ungewisse, ich fechte also nicht als der in der Luft streicht, sondern ich betäube meinen Leib und zähme ihm, dass ich nicht an den anderen predige und selbst verwerflich werde. Paulus sagt, ich betäube meinen Leib. Wie? Hat er eine Betäubungsspritze gekriegt? War so sein Leib betäubt? Paulus hat Grenzen gesetzt für sein Leib, für sein irdisches Leben. Diese Freiheit, die ist nicht immer gut, die bringt nicht immer die innere Freude. Er sagt, ich betäube, ich zähme meinen Leib, dass ich nicht anderen predige. Wie oft flehe ich persönlich vor Gott mit diesem Gedanken, nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Das ist das Schlimmste, was geschehen kann. Das Schlimmste. Aber in diesen göttlichen Grenzen, dieses Ziel vor Augen zu haben. Und nun schließe ich ab, auch noch einmal mit dem Gedanken, der uns auch am Anfang gelesen worden ist, in 2. Timotheus 4.
Paulus spricht hier von Zeit, die sein wird, wo die heilsame Lehre nicht gelitten wird, aber er sagt, predige das Wort, strafe, es sei zu Zeit oder Unzeit, andere Übersetzung sagt, ob es passt oder nicht, aber du halte an, strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, und dann sagt er, ich bin an das Ziel angekommen. Ich habe den Kampf gekämpft. Paulus schaut in die Vergangenheit. Nicht ein vergeblicher Kampf. Ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Ich habe das Ziel vor Augen gehabt. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Er hatte die Gewissheit. Ich habe die Krone. Ihr Lieben, das Ziel wird uns immer einen Kampf kosten. Der Feind der Menschenseele, der wird uns immer versuchen, vom Ziel abzuwenden. Und ich kann nicht zwei Ziele im Leben haben. Ich kann nur ein Ziel haben. Ist nicht möglich. Du kannst als Mensch nicht zwei Wege gleichzeitig gehen. Du kannst nicht zwei Ziele verfolgen. Nur ein. Und dieses verfolgte Paulus, welcher mir der Herr an jenem Tage der gerechte Richter geben wird, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. So, lieber Bruder, lieber Schwester, welches Leben möchtest du am Ende haben? Wenn du am Ende schon stehst und schaust zurück, du wirst schauen, ob du es willst oder nicht, du wirst zurück in dein Leben schauen. Welches Leben möchtest du haben? Ein Leben, wo du mit Gott im Ernst gelebt, im Eifer, Gott ergeben gelebt hast, oder so ein gleichgültiges, leichtfertiges Leben. Naja, ich habe gelebt, wie viele andere gelebt haben. Überlege, denke darüber nach. Und der Herr möchte uns tiefere, weitere Gedanken schenken. Und der Herr möchte uns segnen, dass wir doch als Kinder Gottes dieses Ziel nie verlieren. Ein seliges Ziel. Gott segne uns weiterhin. Amen.